Liebe Freunde, liebe Finde, liebe Friends, liebe Querdenker, Freidenker, liebe Denker, herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Stricker TV. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren auf www.stricker.tv für den Link zu YouTube. Unbedingt das Glöckchen noch alarmieren, damit ihr auch informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Und vor allem könnt ihr auch auf Facebook mich befreunden, facebook.com/danielstricker.com. Ja, und dann können wir eigentlich loslegen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier alles schön haben. Es fährt gerade noch das Auto weg. Ich hoffe, ihr hört das trotzdem noch gut. Dann seht ihr da meine schöne Aussicht hier. Die Sonne ist gerade im Untergehen. Aber ich bin auch für euch rum. Ich muss das Mikrofon und die Kamera richtig positionieren. Da sind wir schon. He? Herzlich willkommen miteinander. Heute war ein schöner Tag. Ich bin nicht auf Zürich gegangen. Ich habe gehört, ich habe nicht viel verpasst. Anscheinend haben sich die Spaziergänge auf den Samstag verlagert, neuerdings. Sehr gut. Dann habe ich euch viel, viel Sachen zu zeigen heute. Und zwar ist am Sonntag, gestern, ist eine Demonstration gewesen. Und ich kann euch mal schon zeigen, wie es dort ausgesehen hat. Da müsst ihr jetzt eben die Informationen haben. Oh, das ist mein lustiges Gesicht, aber Moment, es geht gerade weiter. Das ist Bern, oder? Da seht ihr Leute, und da seht ihr Leute und Leute, hinten da seht ihr auch Leute, 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 Leute und Leute und Leute und Leute. Und am Weißhausplatz unten hat es auch noch Leute gehabt. Entschuldigung, jetzt habe ich das fast spät ausgeblendet, aber ich glaube, ihr habt es gesehen. Wir haben einfach nur Leute und Leute und Leute. Überall, bis an den Horizont runter. Und man kann sicher von konservativ reden, dass 1000 Leute da gewesen sind. Allein schon da. Aber wahrscheinlich auch eben noch mehr Leute hinten dran, im Weißhausplatz und so, wo ich gar nicht gewesen bin. Aber ich sage euch das drum, das ist drum so wichtig, weil ich euch etwas zeigen muss. Und zwar. Wie es da heisst. Moment bitte. Demonstrationen in Bern und Basel und St. Gallen gegen Corona-Verbote. Gegner der Corona-Massnahmen haben am Samstag in Bern, Basel und St. Gallen protestiert. Insgesamt gingen mindestens 200 Menschen auf die Straße. 200 Menschen gingen auf die Straße. Mindestens. Und da sehen wir, man kann technisch wieder sagen, keine Fake News. Sie hätten können sagen, mindestens 12 Leute. Aber es sind einfach über 1000 gewesen. Ich habe euch gerade zeigen können, das sind zumindest mal in Bern allein weit, weit mehr gewesen als 200 Leute. In St. Gallen haben sie von 80 berichtet. Ich habe von verlässlicher Quelle gehört, es etwa 150 gewesen. Hat er geheißen, es sei dann zwangsgeräumt worden, was anscheinend nicht gestimmt hat. Also Nachrichten sind voller, voller Fake News. Und das ist jetzt wieder ein eklatantes Beispiel, oder? Das ist jetzt einfach der Journalist, der das geschrieben hat. Das war einer vor Ort gewesen. 20 Minuten haben wir auch von 200 Leuten geredet in Bern. Oder von über 100 in Bern. Über 100 in Bern, glaube ich, steht in 20 Minuten. Das ist einfach Propaganda. Man will die Bewegung klein halten. Man will sagen, das ist ein kleiner Haufen von irgendwelchen Spinner, linksextrem, rechtsextrem, Verschwörungstheoretiker, bababababa. Einfach alles, um die Bewegung zu denunzieren und zu diffamieren. Oder? Und dann schreiben sie da, in Bern und St. Gallen haben am Samstag mindestens 200 Menschen gegen die Corona-Verbote des Bundesrates demonstriert. In Bern versammelten sich am Mittnachmittag gruppenweise auf dem Bärenplatz und dem oberen Waisenhausplatz. Die Polizei forderte die rund 100 Protestierenden in Bern per Lautsprecher auf, sich aufzulösen. Oder? Rund 100. Rund 100 Protestierer. Es ist unglaublich. Und das ist ja nur die Spitze vom Eisberg. Wir erfahren nicht mehr Nachrichten in den Mainstream-Media. Wir hören nur noch Lügen. Und darum, ich habe früher immer gesagt, der Begriff Lückenpresse ist gut, weil Sachen einfach weglassen. Aber diese Sachen sind einfach gelogen.
Es ist einfach gelogen, und wenn man da von Lügenpresse redet, dann ist das richtig. Das ist Lügenpresse. Das ist Lügenpresse. Da können sie noch so sich wimmeln, winden und drehen und tun. Das ist einfach gelogen. Es ist einfach eine Lüge. Punkt. Gut. Und was ist die Folge der Lüge? Man kann sagen, es ist nicht so schlimm. Aber die Folge der Lüge ist, dass natürlich auch die Leute massiv fehlinformiert sind. Oder? Im Tagesanzeiger steht jetzt da ein Interview mit dem Thomas Jordan, das ist gerade der Schweizer Nationalbankspräsident, genau. Und er sagt, die Corona-Krise zeigt, wie verletzlich wir sind. Nein, die Corona-Krise zeigt, wie dumm wir sind. Das zeigt es, wie birrenweich wir sind. Wie birrenweich wir sind, unsere super geniale Wirtschaft mit lauter fleissigen, intelligenten, kreativen Unternehmern und Mitarbeitern an die Wand zu fahren, weil wir verhindern wollen, dass 84-Jährige sterben, wo statistisch gesehen bereits ein Jahr über der Lebenserwartung sind und bereits mehrfach vorerkrankt sind. Und da muss man verhindern, dass sie mit Corona sterben, nicht an Corona sterben. Gut, das ist der Irrsinn. Also wir müssen uns das vor Augen führen, was wir hier machen, wenn unsere Bewegung hier so abgeredet wird, dass die Spaziergänger da 100 Leute sind, wenn es 1000 sind, und wenn da eben geredet wird von Verschwörern und Spinnern und weiss ich was, wir haben das Argument auf unserer Seite. Man kann es einfach zusammenfassen, wer behauptet hat zu beweisen und bis jetzt hat die Gegenseite nicht annähernd erklärt, dass die Zombie-Apokalypse eingetroffen wäre, wenn man das einfach schlittern lassen hat. Schweden beweist das. Und es geht nicht nur um das, es geht darum, die Gegenseite, der Bundesrat, muss belegen, wenn er so Massnahmen ergreift, dass das die mildest möglichste Variante ist. Er muss ein verhältnismäßiges Mittel einsetzen. Das heisst, er muss die Alternative abklären und er muss die Variante wählen, die am mildesten ist für die Bevölkerung. Uns ist nie gesagt worden, wieso die alte isolieren, nicht die milde Variante ist mit einem ähnlichen Resultat. Man hat auch nie gesagt, wie viel das ein Shutdown nützt. Man hat nichts gesagt. Wir werden einfach angelogen. Und wir müssen uns einfach immer wieder auf Fakten konzentrieren. Die Leute sterben mit 84, die Zombie-Apokalypse ist ausbleiben. Die Leute, die in Italien gestorben sind, sind im Beleg dafür, dass Grippe, dass Corona nicht wirklich schlimmer ist als eine Grippe, sogar milder ist als jede Grippewelle im 2017, die durch Europa durchgeschwappt ist. Massiv weniger gefährlich ist. Und all das muss unsere Schädel rein. All das muss unsere Schädel rein. Wir haben die Argumente auf unserer Seite. Und wenn sie jetzt immer wieder mit neuem Bullshit kommen, und das zeige ich euch gerade noch, welcher Bullshit das auf uns wartet, mit der Reproduktionszahl, aber zuerst gehen wir mal zu dem da. Der Dagi ist ein bisschen realistischer. Er redet von Hunderten demonstrieren. In 3 Städten. Viele müssen nur mit einer Anzeige rechnen. Das stimmt also nicht, es sind nicht viele, es sind einige. Aber das ist ein Detail. Dann müssen wir schon schauen. Jetzt haben wir hier die Leserbriefe. Und da sehen wir jetzt, wie man die Bevölkerung spaltet. Mit Panik machen, Panik machen, Panik machen. Einfach Angst machen, Angst machen. Und dann werden die niedrigsten Instinkte des Menschen angesprochen. Zum Beispiel hier. Remo Fontana. Da wird wohl Eigenverantwortung mit rücksichtsloser Eigenmächtigkeit verwechselt. Das ist über Demonstranten. Sicher sind all die alle einverstanden, wenn man sie in einem Stadion für einen Monat zum Wohle des Volkes für einen Infektionstest hospitalisieren müsste. Da könnte dann diese Gesellschaft so richtig jeden Tag protestieren. Ich weiß, es ist ein bisschen starker Tabak, aber was die machen auch. Und Simon Schwarz? Ich habe echt kein Verständnis mehr. Diese Leute wollen auf Teufel komm raus den totalen Zusammenbruch unserer Gesellschaft und unseres Wirtschaftssystems. What the fuck? Weißt du was? Ich kenne dich nicht, Simon Schwarz. Gibt dort sicher mehr als eine, darum kann ich sagen, fick dich. Weißt du, wer wird den Zusammenbruch vom Wirtschaftssystem? Die den Shutdown nicht endlich aufhebt, obwohl schon lange alles vorbei ist. Aber wenn sie jetzt wieder titelt, über 100 Fälle übers Wochenende. Immer die nackten Zahlen. Jetzt müssen schon anfangen, Tage kombinieren, zum noch dreistellig werden. Und 1000 Infektionen, das sind 1000 Tests. Wenn man immer mehr testet, findet man natürlich auch immer mehr Leute. Es hört nicht auf mit dem Blödsinn. Und die Frau da ist einfach in einer Bubble. Gut.
unser übertriebener Individualegoismus, unser übertriebener das ist ja der dumme Tante da. Unser übertriebener Individualegoismus. Was ist übertriebener Individualegoismus, wenn man sein Leben will führen, sich für sein eigenes Leben müssen zu verantworten, selber zu entscheiden, ob man sich in ihr Risiko begeben, selber möchte ich arbeiten gehen und selber wieder mal ein Bierchen trinken. Was ist an dem übertriebenen Individualegoismus? Die Frau, wenn es eine Frau ist, das wissen wir nicht, kann ja pseudonym sein, ist anscheinend völlig gefangen in ihrer dystopischen Welt. Oder? Das neue Normal, die neue Normalität, da hat sich schon abgefunden. Brave Schlafschafe, überall. Lesen wir weiter, obwohl es fast zum Aushalten ist. Sie zwingen unsere Regierung ja direkt zu härtem Durchgreifen. Oder glauben Sie wirklich, ein erneuter Lockdown würde nochmal so glimpflich verlaufen? Glimpflich? Was für eine Tante? Weißt du, an dem Shutdown, an dem Lockdown jetzt glimpflich verlaufen? Hätte ich vergessen, was passiert ist? Und was der Thomas Jordan gerade gesagt hat? Jordan. Das muss gar nicht vorstellen, was ist. Ja, Tagesanzeigerleser können es nicht vorlesen, vorstellen. Die können das nicht. Aber die Leute, die auf den Platz gehen, die können sich's vorstellen. Oh mein Gott, da kann man sich so schön aufregen. Dann wollen sie es alle nicht gewesen sein. Ja, sind wir auch nicht gewesen. Wir warten nicht auf eine zweite Grippewelle. Es kommt keine zweite Grippewelle. Wisst ihr, wieso es keine zweite Grippewelle kommt? Es muss zuerst einmal eine erste Grippewelle kommen. Es muss eine erste Grippewelle kommen. Ich warte immer noch auf die erste Grippewelle, die das Wort verdient. Wie wir es im Moment einfach erlebt haben, ist ein normaler Winter. Genau, und dann lässt es noch weiter. Genau. Und die sich an die Regeln halten, werden dann gleich mitgestraft. Ja, genau. Genau. Aber es ist ja genau auch umgekehrt. Wir leiden dem scheiß Shutdown, ich will ein Bierchen trinken. Wir werden mitgestraft, dass du ein Feigling bist, der zu faul bist, um dich richtig informieren. Dass der Mainstream-Medien anhängst, am Bundesrat jedes Wort glaubst. Und wir müssen mitleiden. Dass er Donald Trump alle Idiot findet, ist mir egal. Dass er Hillary Clinton super findet und er findet, dass der Obama den Friedensnobelpreis verdient hat, ist alles okay. Weißt du wieso? Es berührt mich nicht. Es geht mir am Arsch vorbei. Aber der Shutdown geht nicht am Arsch vorbei. Weil jetzt fangen die an, meine individuellen Rechte wegzunehmen. Meine in der Verfassung mehrfach garantierte Freiheitsrechte wegzunehmen. Ohne eine wissenschaftliche Grundlage. Ohne eine wissenschaftliche Grundlage. Ich will das sehen. Ich will das Papier sehen, das belegt, dass der Shutdown nötig ist und dass der Shutdown genützt hat. Dass alles fehlt. Alles, was ihr habt, sind eine ewig exponentielle Kurve, wo wir schon 100'000 Mal bewiesen haben, dass es nie passiert, sogar in den Ländern nicht, wo alles aus dem Ruder gelaufen ist, wie im Norditalien, wo das Gesundheitssystem schon immer verheerend war. Und die meisten Todesfälle auf etwas ganz anderes zurückzuführen sind, als auf Corona selber. Weil die Leute sowieso auch in Italien zu 99,2% mit, nicht an Corona gestorben sind. Wie die dort, nein, 88%, Entschuldigung, und 99,2% sind mit einer oder mehreren Vorerkrankungen gestorben und 48% haben über 3 Vorerkrankungen gehabt. Die Leute sind, Entschuldigung, dass ich es so offen sage, wirklich schon auf der Kippe gewesen. Punkt. Und an einer anderen starken Grippe wären die Leute höchstwahrscheinlich, beweisen kann man es nicht, aber sie wären höchstwahrscheinlich auch gestorben. Oder? Da waren Politik und Polizei viel zu lasch in der Vergangenheit, oder? Die Leute, also die, ich weiss nicht, zuerst lässt sich das Knebeln mit dem Shutdown und dann lässt sich noch das Maul knebeln, oder? Das ist eine verdammte masochistische, ich weiss nicht, was das ist. Die wollen ausleben, sollen sie im Bett erledigen, aber es hat nichts mit dem zu tun, was ich miterleben will. Oder wenn sie wollen, sich knebeln lassen von einer Autorität, ihre schönsten Lebensjahre, wollen hinopfern, der schönste Frühling seit Jahrzehnten, so kommt es mir zumindest vor, einfach opfern, weil irgendwelche Leute abstrakte, diffuse Ängste verbreitet, dann sollt ihr das machen, aber lasst uns allein. Wenn ihr euch impfen wollt oder auf die Impfung warten, hockt 18 Monate lang in plus X in ein Loch rein, bis die Impfung da ist, dann kann euch Bill Gates durchstempeln. Ist alles okay. Könnt ihr auch noch einen Chip hineinsetzen, ist alles okay. Könnt ihr machen, lasst mich einfach draussen und lasst die Leute draussen, die weiterleben wollen. So wie es Schweden gemacht hat und immer noch macht. Oder? Wieso? Oder der Schwede wird nie mehr erwähnt. Oder? Jetzt sagen sie über 3'000 Tote. Ja, an Corona, mit Corona, eben nicht. Oder? Sie sind mit Corona gestorben, nicht wegen Corona. Und dort sind tatsächlich ein paar Fehler passiert, die man verhindern konnte, die in einem späteren Zeitpunkt bei Corona 19.1 oder Corona 20 nicht mehr wiederholt werden wahrscheinlich.
kommt dazu, eben, jetzt wird es so sein, eben, jetzt sind die Grippesaison ist vorbei, es gibt praktisch keine Tote mehr, es ist einfach gegessen. Aber ich kann jetzt schon versprechen, was passiert, weil wir sind gut informiert. Wir, die unabhängige Medien lesen, wir wissen, was passiert. Wir wissen, im November, Dezember kommt der Quark mit Soße wieder zurück. Und dann heisst es eben 19.1 oder 19.0 oder 20, was immer es ist. Es ist einfach wieder das Corona. Und dann wird es heissen, ihr seid nicht brav gewesen. Ihr habt nicht aufgepasst in den Body. Ihr seid nicht im 2 Meter Abstand geschwommen. Ihr habt euer Badetuch einen halben Meter zu fest nach links versetzt. Und wegen euch müssen wir jetzt wieder einen Shutdown machen. Dabei ist es nur mit dem natürlichen Lauf der Dinge. Es wird wieder eine Grippewelle kommen. Und was wir machen müssen, wir, die den Durchblick haben, wir müssen alle Kraft darauf setzen, dass ein Shutdown jetzt endet und wir dürfen nachher nicht schauen lassen. Weil wir wissen ja bereits genau, was im November wieder passiert. Wir wissen ja, was wieder passiert. Und wenn wir einen Pech haben, gibt es tatsächlich eine Grippewelle wie im 2017, wo es Übersterblichkeit gab in Deutschland von 25'000. Und dann sagen sie, Corona ist mutiert, Corona ist noch schlimmer, jetzt ist es richtig schlimm und dann machen wir noch einen längeren Shutdown. Obwohl es wieder nur einfach eine Grippewelle ist. Aber fünfmal stärker, weil er müsste etwa fünfmal stärker sein als jetzt in Deutschland, damit es gleich stark ist wie die Grippesaison 2017. Und wir hatten einfach nur ein Schwein, dass wir eine milde Grippesaison haben, weil sonst würde noch viel mehr auf Corona übergebracht werden. Also der immer den Shutdown befürwortet, der hat einen Pech gehabt, dass wir einen besonders milden Winter haben. Weil etwas muss man anders sagen, es gibt ja gar keine Grippetote mehr. Jede üde Übersterblichkeit wird einfach Corona zugerechnet. Oder plötzlich gibt es keine Grippetote mehr. Influenza ist ausgestorben. Plötzlich. Obwohl ganz viele Leute wahrscheinlich beides haben, Influenza und Corona. Es hört nicht auf. Genau. Sie haben ein Recht auf ihre Meinung, solange ihre Meinung nicht andere Leute tötet. Es ist doch ganz einfach, alle Imbezilen, hat eine Fremdwort rausgesucht, die es immer noch nicht begriffen haben, sollen wenigstens bitte ein Formular unterschreiben, dass sie auf Beatmungsgerät und Tippsplatz, was immer das ist, verzichten und die Kosten für Langzeitorganschäden selber übernehmen. Ja, genau, genau da will ich. Genau da will ich. Gebt mir den Fötzlich unterschreiben und dann kann ich mein Leben weiterleben und ihr könnt Höhlenforscher spielen für die nächsten 18 Monate. Aber nein, da kommt doch gerade das nächste Schlafschaf und der nächste Denunziant, potenzielle, der sagt, das reicht nicht, ich weiss, wer das ist. Da steht Sander Steffen, aufpassen, das ist für dich identifizierbar, dann nehme ich das zurück. Das ist ein Pseudonym. Das reicht nicht. Sie bringen ja nicht nur sich selber in Gefahr, sondern nehmen es billigend in Kauf, andere mit einer potenziell tödlichen Krankheit anzustecken. Verzicht auf eine eigene Behandlung ist da bei weitem nicht genug. Die Bevölkerung muss vor solchen Subjekten geschützt werden, einweisen statt wegweisen. Also in Psychiatrie mit uns, wie mit Thomas Binder. Einfach in Psychiatrie mit uns. Und das, ich will nicht von Psychopathen reden. Mal. Also ich finde, das hat psychopathische Züge. Man einfach zeigt, dass Leute, die andere Leute mit der Grippe anstecken können, sollen in die Psychiatrie gewiesen werden. So etwas, wenn man sich das genau überlegt, das ist am Rand von geisteskrank. Wenn man das wirklich neutral überlegt, dass man Leute, die andere Leben gefährdet, weil sie Grippe haben oder Corona haben, dass sie eingewiesen werden müssen, das ist soziopathisch. Das verstehe ich. Geht immer wieder. Genau, ich bin kein Lockdown-Gegner, aber das mit der Beizensperre ab Mitternacht hat überhaupt nichts mit dem Virus zu tun. Das ist auf den nächsten Scheissdreck, den sie reinputzen, mit dem Argument, dass man nach Mitternacht besoffen ist. Und dann nachher der Abstand nicht mehr eingehalten wird. Es ist einfach eine Behandlung der Leute wie kleine Kinder. Wir können nicht selber etwas entscheiden. Oder? Und ich kann sagen, mein Hass wächst. Mein Hass wächst auf die Zipfelkappe im Bundeshaus. Wie sie uns Lebenszeit stellen. Sie uns das Geld veruntreuen. Man kann sagen, sie nicht treuhänderisch umgehen. Sie verjubeln Milliarden für nichts. Sie können einfach den Shutdown beenden. Aber nein, es muss immer weitergehen. Jetzt haben wir wieder viel angestrichen, weil wir wieder wunderbare Sachen drin haben. Ah, das ist wieder gleich. Um das mal ganz klar zu sagen, es ist ein Skandal, dass diese mutwilligen Seuchenverbreiter noch frei herumlaufen. Oder? Mutwilligen Seuchenverbreiter frei herumlaufen. Die sind radikalisiert von den Massenmedien. Weil der, dass der Mensch selber denkt, und ich bezweifle,
Woher hat er sein Wissen? Nicht aus den Statistiken. Wenn er es aus den Statistiken beziehen würde, hätte er die Ansicht nicht. Wenn er es aus den alternativen Medien beziehen würde, hätte er die Ansichten nicht. Es wäre die Aufgabe der Staatsmacht, also der Polizei, die Bevölkerung zu schützen. Dies beinhaltet offensichtlich die Isolierung sämtlicher Subjekte, die es auf solchen illegalen Veranstaltungen darauf anlegen, infiziert zu werden. Und es billig in Kauf nehmen, andere auch Unbeteiligte zu infizieren. Dürfen wir etwas sagen? Ihr habt gesehen. Schaut die Videos an vom Bundesplatz. Polizei nie mit einer Maske. Nie mit einer Maske. Aber in den Massenmedien seht ihr nur Fotos mit der Maske. Ich weiss auch wieso. Ich habe es gesehen, die haben hier die Maske anlegen, jetzt ist Fototermin. Das ist eine Unterstellung, könnt ihr sagen. Aber schaut die Videos an. Schaut die Videos an, die ich gepostet habe. Ihr seht keinen Polizist mit Maske. Aber die Bilder auf Blick, auf 20 Minuten überall, immer eine Maske im Grind. Jedes Mal eine Maske im Grind. Und das ist eben auch Fake News. So tun, als ob die Polizei sich daran hält. Ihr seht die Polizei normal mit Passanten reden oder mit einem alten Mann ist mal jemand am Reden. Direkt vor der Fresse steht er. Nie annähernd die 2 Meter Abstand und überhaupt keine Maske. Normal am Reden, die glauben das eigentlich selber nicht. Oder? Ergo müssen jeder und jede Einzelne mit dieser Leute eingesperrt werden, bis ein Impfstoff vorliegt. Habt ihr das gehört? Das ist doch ein Psychopath. Das ist krank. So eine Forderung. Stell dir vor, so ein Typ würde an der Macht. Unglaublich. Nicht zum Glauben. Ergo müsste jeder einzelne dieser Leute eingesperrt werden, bis ein Impfstoff vorliegt. Wer an einer solchen Demo in Anführungszeichen teilnimmt, hat schließlich den Tatbeweis erbracht, es zumindest billig in Kauf zu nehmen, andere mit einer potenziell tödlichen Krankheit zu infizieren. Gegen solche Personen kann es keinerlei Rücksicht geben. Das ist wahrlich ein schwerer Moment, ein schwarzer Moment für alle, die gegen diese Pandemie kämpfen. Wir haben vieles verloren und sind erschöpft. Was haben sich diese Demonstrierenden dabei nur gedacht? Mehr als du! Jetzt kommt der Beste. Das Problem ist, dass die Medien kaum Aufnahmen und Reportagen von Erkrankten auf der Intensivstation oder auch in der Quarantäne zeigen, so wie es in vielen anderen Ländern der Fall ist. Ich glaube, daher ist vielen nicht bewusst, wer es auf dieser Krankheit ist. Also die sind so in der Bubble drin, dass sie das Gefühl haben, dass die Einbahnstrasse von Dramatisierung hätte noch nicht dazu gelangt, sei nicht genug, dass die Leute immer noch meinen, es sei alles ganz harmlos. Und unten dran, das Fiese an diesem Virus ist eben, dass es genau diejenigen trifft, die großen Anteil daran haben, dieses grandiose Land aufgebaut zu haben. Das dürft ihr auf keinen Fall vergessen. Respekt bitte. Okay, den Respekt gebe ich zurück. Ganz genau. Wir dürfen auf keinen Fall vergessen, dass wir jetzt im Moment die Leute in der Pflegeheim einsperren und ihre Errungenschaft über Jahrzehnte angeeignet in dem verfickten Lockdown zugrunde richten lassen. Das ist das, was passiert. Wir tun ihres Erbe, ihres alles, was sie für uns aufgebaut haben, kaputt machen lassen. Wegen einer Corona-Panik. Wegen einer Corona-Panik. Und das trifft die Leute an der Corona-Panik. Weil sogar bei den mehrfach vorerkrankten über 80-Jährigen stirbt nur eine Minderheit, die Corona hat. Das hat aber auch niemand gesagt. Genau, und jetzt kommt nochmal ein schöner. Sie alle haben ein grosses, lautes Pfui verdient. Wegen so ein paar Querschläger werden wir vielleicht noch mehr Ansteckungen entstehen und wir alle noch länger an den Massnahmen leiden. Und das ist eben genau das, was jetzt passieren wird, oder? Es wird dann heissen, wir sind schuld. Dabei sind einfach Politiker schuld, die auf die falschen Leute hören. Roland Bieri, einfach mal über die Grenzen schauen. Wir hatten in der Schweiz keine Ausgangssperre, kein Machtmissbrauch, massive finanzielle Hilfe, eine besonnene Regierung. Mir wird schlecht, wenn ich diese Leute sehe und vergleiche, wie andere Menschen auf der Welt leiden. Einfach grotesk. Eine besonnene Regierung. Über Grenzen schauen, ja gern. Schau auf Schweden. Schau mal auf Schweden. Und dass andere Länder das noch beschissener machen, ist überhaupt kein Argument. Das ist ein Null-Argument. Ich stehe für die Schweiz ein. Ich will, dass die Schweiz gut geht. Und wir wissen es heute einfach. Schweden ist über den Berg. Hat nie einen Engpass gehabt, obwohl so etwa die Hälfte der Beatmungsgeräte haben wie die Schweizer. Ja. Unglaublich. Und massive finanzielle Hilfe. Ja, was ist das für finanzielle Hilfe? Das ist unsere Kohle. Das ist nicht am Bärsee und der Klavierspieler ihre Pension. Die können das Geld gleich über. Sie wird unser Geld verjubelt.
Oh je, Menschen können so dumm sein, da sind wir uns vor allem alleinig. Vor allem jetzt, wo die Lockerungen beginnen, könnten genau solche Aktionen dafür sorgen, dass bald das wieder so restriktive Regeln eingeführt werden müssen, dass sie mit einer solchen Aktion bekämpfen. Und dann, in den USA haben die Demonstranten fast immer die nötigen Sicherheitsabstände zueinander gehalten. Sind die Schweizer dermaßen viel dümmer? Und halt einen zu Recht in Amerika einen Abstand nicht eingehalten. Es ist so irre. Und eben, ich könnte euch jetzt zeigen, da ich auch noch viel mehr so Quotes rausgeholt. Es kommt einfach das Kotzen. Genau. Dann informieren sich bitte, wie es der Wirtschaft in Schweden geht. Nämlich nicht besser als der unseren. Was für ein Blödsinn, oder? Und ich weiß nicht, was er da wieder gelesen hat oder was er da für ein Bild gegessen hat. Aber das ist einfach ein Blödsinn. Genau. Es gibt viele Selbstständige, die jetzt eine schwierige Zeit haben und keinen roten Rappen bekommen und trotzdem verbreiten sie keine Verschwörungstheorien. Nein, ich verbreite sogar nicht immer Verschwörungstheorien. Aber man muss jetzt schon so Leute runter. Aber eben, nur weil jemand mit Ermittlungshypothesen schafft, ist er noch kein Vollidiot. Und man muss keine Verschwörungstheorien führen. Man muss einfach auf die Zahlen schauen, um zu wissen, dass der Shutdown ein fucking Bullshit ist. Genau, und jetzt werden wir zum Mörder. Schaut das. Es ist völlig verantwortungslos, wie diese Menschen sich verhalten. Sie bringen sich selbst und andere in Gefahr. Es ist gut möglich, dass wegen dieser Demos, in Anführungszeichen, Menschen sterben werden. Und diese Leute haben offenbar nicht den geringsten Schimmer, was Grundrechte sind. Und dass sie dazu auch das Recht auf Gesundheit zählt. Okay, jetzt sagen wir den Paragrafen im Recht auf Gesundheit. Um jeden Preis. Und um die Einschränkung gefallen Recht. Es war nicht einmal im Epidemiegesetz so vorgesehen, dass wir einfach alle isolieren. Hätte es nicht einmal in der Pest gegeben, dass man alle isoliert hat. Oder? Und eben, es geht noch weiter. Eben, ich habe da noch, es kommt einfach das Kotzen, wenn man das anschaut. Ja. Und da schreibt mal jemand, seht ihr da? Wir wissen es auch mit Tagesanzeigen. Wenn man dort pointiert schreibt, gegen das Narrativ, dann wird man blockiert. Das könnt ihr mal probieren. Schreibt mal eine Gegenmeinung rein und schaut, ob eure Meinung nach 10 Minuten drin ist. Oder respektive nach 10 Minuten noch drin ist. Die wird gar nicht abgesegnet von den Leuten. Manchmal schon, manchmal nicht. Und da haben wir einen. Genau, da hat mir einer gesagt, ich sollte gerne, dass alle mit Kässigkeit überschüttet werden, nur weil sie eine andere Meinung haben. Da ist schon mal die Ausnahme da drin. Genau, und dann sind wir undankbar. Freiheit steht auf einem Plakat, dessen Träger vergisst aber, dass Freiheit ohne Verantwortung und Moral zum puren Egoismus verkommt. Unglaublich. Also wir haben keine Moral. Weil wir meinen es ja böse. Wir wollen ja nur, dass die Leute qualvoll verrecken. Als ob es ein legitimes Argument ist, zu sagen, dass jetzt einfach der Shutdown enden muss, weil das Leid, das man produziert, den Nutzen massiv übersteigt. Und alle Zahlen geben das her. Und jetzt kommt, schauen wir mal, jetzt kommt die Zipfelkappe. Nun können wir ein bisschen cooler werden. So optimistisch tönt der Gesundheitsminister, wäre es ja schon länger nicht mehr. Das Virus bleibt uns erhalten, das schon. Doch in nächster Zeit rechnet der Bundesrat nicht mehr in der zweiten Welle. Ja, weil er genau weiß, Grippesaison ist vorbei. Er kann dann im November wieder dumm tun. Oder? Nun können wir ein bisschen cooler werden. Und so optimistisch. Ein bisschen cooler. Weißt du was? Zipfelkappe. Ich bin absolut nicht cool. Beendet den Shutdown. Und der Shutdown ist beendet, wenn wir normal weiterleben können. Wenn wir normal weiterleben können und nicht hinter Plexiglas ins Restaurant hocken müssen und fragen, nicht auf dem Tisch sitzen, wo jemand hockt, den wir noch nicht kennt haben. Das ist ja ein Teil des Restaurantbesuchs, dass man sozialisiert. Aber eben, Social Distancing, das ist euer Programm. Und schauen wir die dummen Humor, die sie da haben. Lachen Corona-Zeiten, Humor gegen die Viruskrise, Dr. Drosten, Virologe der Herzen. Ich würde sagen, Virologen der Herzinfarkte, weil 30-40% von den Hirnschlägen und von den Herzinfarkten gehen nicht ins Spital und die sterben und kommen nachher, wie sie nicht behandelt werden, und kommen nachher in die Übersterblichkeitsstatistik rein. Paradoxerweise. Oder? So, jetzt habe ich einfach hier abgekriegt. Ich könnte noch etwas zeigen. Ich kann es leider nicht zeigen. Jemand feiert die Beerdigung vom 49. Geburtstag und lädt darum Leute ein. Der Vater ist ja Beerdigungen, darf bis 50 Personen teilnehmen. Und darum beerdigen sie jetzt ihren 49. Geburtstag. Grandios. Gratuliere. Gut gemacht. Genau, das müssen sie zur grossen Öffnung wissen. Ganz konkret, das erwartet sie. Und dann gerade unten dran, 100 neue Corona-Fälle übers Wochenende. Oder? Könnt ihr beurteilen, ob 100 Corona-Fälle viel ist oder nicht? Könnt ihr das sagen?
Nach all diesen Wochen, ihr wisst es immer noch nicht. Ich kann euch sagen, es ist wenig. Und jetzt kann das Coronavirus zu bleibenden Lungenschäden führen. Das ist ein Gesetz, wenn ein Fragezeichen am Ende von der Frage steht, ist die Antwort nein. Es geht nur darum, es ist Klickhurerei. Es geht darum, zum Klicks zu erzielen. Und übrigens auch Influenza hat eine gewisse Nachhaltigkeit, Folgeschäden. Also Corona wird das definitiv auch haben, aber eben nicht im übertriebenen Mass. Und wer hat es? Leute, die mit 84 das überleben, nachdem sie an der Lungenmaschine gehangen sind und sich ihre Lungen zerstört haben und nachher noch nicht nur mehrfach vorerkrankt und 84 sind, sondern eben auch noch einen Lungenschaden haben. Das muss eine tolle Lebensqualität sein, dann noch zu leben. Also ich kenne viele, die das nicht wollen. Aber jetzt gerade das Leben, jetzt sind wir im Gesundheitsfaschismus, jetzt muss alles sein. Das müssen Sie zur grossen Öffnung wissen, das würde ich auch gerne wissen. Ja. Aber ich würde es eigentlich gar nicht wissen. Ich kann mir vorstellen, dass es noch für den Mumpitz drin steht. Polizeistunde Mitternacht eben zum Beispiel. 100 neue Corona-Fälle. Sehen Sie, das ist da. Das ist da hinten. 100 neue Fälle. Da haben wir 1500 gehabt. Jetzt sind sie in einem Wochenende. 28 und 23, sind nur 50, haben sie den Freitag noch mitgerechnet. Ja, schauen Sie an. Die hohen Wichser. 78, 28, 23. Wie mit dem Wochenende allein, oder ist das der Samstag? Heute ist der 10., oder? Heute ist der 10. Also am Wochenende sind nur 51 gestorben. Sogar ihre Dramatisierung lügen sie noch. 100 neue Corona-Fälle übers Wochenende. Ja, wenn das Wochenende 4-3 Tage geht, dann ist es so. Aber wir haben eine Stubenferie, wir haben immer Wochenende. Es ist nicht zum Fassen. Und da auch wieder Spiegel. Ich kann sagen, dass das Organ, das ist das ehemalige Nachrichtenmagazin, ist wirklich zu einem Schundblatt geworden. Es ist einfach Trash. Und da wird ein riesen Artikel geschrieben, einfach mit dem schlechtesten Argument der Gegner. Da kommt der Holocaust-Vergleich, Satanisten, Aluhutträger und so weiter. KenFM wird kaputt gemacht. Alle. Oder? Das sind alles Vollidioten. Die Artikel müsst ihr lesen. Ich lese ihn nicht. Ich habe nur die Übertitel gelesen. Es ist einfach nur noch Propaganda. Es ist eine verdammte, dreckige Propaganda von diesen Leuten. So, das war ein wütiger Podcast oder eine Sendung. Ich weiss, es ist lustig, ich immer so fluchen. Aber es ist nötig. Zum Glück habe ich aber eine Entspannung. Lindern und Burnouts wieder wegbringen. Das sind mehrheitlich nicht existent. Psychische Krankheiten sind mehrheitlich nicht existent. Also bitte schön, das mag ich. Bevor jemand sagt, es sei Fake News, das war eine Aufzeichnung. Mir geht es gut. So, ich habe etwas nicht vergessen zu sagen. Genau, bitte seid nicht böse, wenn ich euch nicht antworte. Ich werde zudecken mit Nachrichten. Ich hätte schon am Anfang des Videos sagen, ich kann vielleicht noch etwa ein Drittel lesen und einem Sechstel antworten. Das allermeiste überscroll ich einfach. Es geht nicht mehr weiter. Und ich könnte schon probieren, mir einfach immer wieder schreiben. Und dann ist die Chance da, dass ich euch plötzlich sehe und antworte. Aber ganz ehrlich, schickt mir keine Links und Videotipps. Ich komme die Videotipps 50 Mal, 100 Mal über. Und das neue Dokument, das das BAG anscheinend zusammenarbeitet mit der Belinda Gates Stiftung, hat, habe ich etwa 20 Mal bekommen. Mir geht es darum, jetzt den Shutdown zu beenden. Um die Schuldigen kümmern wir uns nachher. Die Medienkritik oder auch eben die Pharmakritik und so weiter. All die Sachen im Hintergrund ablaufen. Um die kümmere ich mich dann sehr gern, wenn der Shutdown endet. Aber jetzt geht es darum, die kleinen Restaurants zu retten. Jetzt geht es darum, die kleinen Läden zu retten. Jetzt geht es darum, die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen. Und jetzt geht es darum, dass die verdammte Bevormundung in der verdammten Volksrepublik Schweiz ein Ende nimmt. Und wir müssen wütig sein, wir haben das Recht, wütig zu sein. Bürgerrechte sind nicht etwas, was uns der Staat gibt. Bürgerrechte sind uns gegeben, die haben wir uns erkämpft über Jahrhunderte. Und es ist nicht so, dass man uns die zurückgeben muss. Wir haben die. Oder? Wir sind keine Untertanen, außer wir Untertanen sein. Oder die Schlafschäfer, die ich davor gelesen habe, das sind alles Untertanen. Die haben das verloren. Die haben den Esprit verloren, der die Schweizer Eidgenossenschaft gross gemacht hat. Wir wollen sein, ein einziges Volk von Brüdern, wie heisst es dort? Und Schwestern, die sind doch modern heute. Aber wenn es nur eine Schillersage ist, und das wörtlich sicher nie so passiert ist, haben wir doch, ist das unsere Tradition, dass wir Widerstand leisten gegen äußere Mächte. Und jetzt haben wir den Widerstand von innen. Jetzt müssen wir uns wehren gegen den Gesundheitsfaschismus, gegen die Dummheit und die Feigheit, die da anscheinend die Politik bestimmt. Geht auf Zahlen, teilt Zahlen teilen, bleibt auf den Fakten, auf der Übersterblichkeit, die fehlt, auf dem Durchschnittsalter der Leute, die sterben, dass mit Corona sterben, nicht an Corona sterben. Die Schweden. Ich hätte unheuer gerne Zahlen von Weißrussland, die sie gar nichts machen. Wäre unheuer spannend. Nur muss ich selber zugeben, dass es eben Zahlen, weil dort ein Diktator ist.
dass man nicht sagen kann, dass das, dass das richtige Zahlen werden sein. Oder es wird ja bei den anderen Staaten schon gelogen. In den USA zum Beispiel kann ein Nazi einfach selber sagen, ob er Corona hat, ohne dass es überhaupt einen Test gibt. Und dann gibt es dann noch Belohnungen, wie man mehr Geld bekommt, wenn man einen Corona-Patient beatmet, weil der Aufwand viel grösser ist. Schaut, ich habe es doch eigentlich schön hier. Müsli, Garten. Das Leben wäre so schön. Wir sind jetzt voll. Von Leuten, die uns das Leben wollen. Ich kann sagen, kaputt machen. Hebt euch Sorge. Und ganz wichtig, vergessen nicht. Corona ist vor allem ein Bier. Sind ihr immer noch da? Was macht ihr noch da? Ich gehe jetzt essen. Und wir sehen uns morgen wieder. Um 5 Uhr 8 Uhr. Subscribe, teilen, macht weiter. Wir sind auf der Siegerstrasse. Jeder Tag kostet 1 Milliarde oder mehr. Wir müssen das gewinnen. Wir müssen die Bevölkerung gewinnen gegen alles Narrativ von Bundesrat und Massenmedien. Wir sind jetzt schon 30%. Wir sind jetzt schon 30%. Es kann kippen. Wir müssen nur dranbleiben. Tapfer sein. Gesicht zeigen, lärmen, teilen, geben Gas.